Max fragt Pete Smeet, was ist das Ausgefallenste, was ihr bisher gegessen habt? Ich bin eigentlich eher so der Typ, der gerne auch mal probiert. So viele ausgefallene Sachen habe ich immer irgendwie noch nie gegessen. Vor allem, was ist denn ausgefallen? Das war mal, weiß ich, die Insekten, die wir da gegessen haben, weil so viel im asiatischen Raum war ich noch gar nicht unterwegs. Leider. Ansonsten, ich meine, das ist für viele Menschen ja ganz normal. Deswegen, was ist ausgefallen? Die Insekten. Ich habe schon so viel ausgefallenen Kram gegessen. Bison-Tatar beispielsweise. Also ich habe schon mal Insekten gegessen. Also nicht nur im Pizza-Video, sondern tatsächlich auch in einem Restaurant. Ansonsten Krokodil, Schildkröte, Krabbe. Ich setze aber immer so ein paar Sachen auf. Ich weiß nicht, was davon das Exotischste sein könnte. Muscheln, aber Muscheln auch super viele gegessen. Und einmal Ameisen. Das war auf der Malediven. So die Richtung. Gesalzene Ameisen fand ich aber nicht geil. Habe ich auch nicht viele von gegessen, wenn ich ehrlich bin, aber probiert. Pommes Ricando. Das Ausgefallenste, was ich je gegessen habe. Ja, Peter war ja letzte Woche unterwegs. Ja, da wird er wahrscheinlich jetzt bei sein. Aber was habe ich denn das Ausgefallenste gegessen? Vielleicht Kobe-Rind? Also halt einen Kobe-Steak? Würde ich sagen, ein Steak vom Kobe-Rind. Das sind ja quasi diese super teuren Steaks. Und naja, das ist wahrscheinlich somit das Ausgefallenste, was ich bislang gegessen habe. Also ich weiß nicht genau, in welche Richtung diese Frage abzielt. Aber ich habe echt lange gegrübelt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Ausgefallenste, was ich je gesehen habe in meinem Leben, Jay ist.